Promi-Geflüster, heute wieder mit einer sommerlichen, brandneuen Ausgabe. Und ja, ein Jahr ist es jetzt ungefähr schon wieder her. Kinder, wie die Zeit vergeht, kann man sagen. In der Zwischenzeit hat er eine Single nach der anderen rausgehauen. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch was auf dem brandneuen Album neu ist oder ob wir alle Nummern schon fast kennen. Also, ich sage einfach mal, der Bayern-Bub, der ist so... Heißt er vielleicht auch, wer weiß, also er kommt aus der, eigentlich mehr aus der Pfalz, mehr oder weniger. Der Bur ist ein Augenschmaus, modisch wie die Hauptstadt, artig wie die Oberpfalz. Genau so ist es, so steht es im Pressetext. Und ich sage hallo und herzlich willkommen, der Max Weidner. Hallo. Servus, lieber Frank, grüß dich. Servus. Ja, du jetzt gerade hier heute bei immer wieder sonntags. Eigentlich wollten wir uns ja persönlich treffen, aber... Leider haben es wieder ein paar Sachen nicht zugelassen, deswegen machen wir es heute mal wieder ausnahmsweise online, aber ich verspreche dir, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, dann mit Sicherheit wieder face to face. Auf jeden Fall, du in der Kraxelalm, dann essen wir beide wieder einen Schnitzel. Genau, genau. Aber was vielleicht viel interessanter ist, vielleicht kann man sich da schon mal ein bisschen was ausdenken, das reden wir uns dann nach der Aufzeichnung nochmal aus. Es steht ja auch wieder Oktoberfest und kann statt der Vasen an. Ausnahmsweise mal. Aha, sehr cool. Sehr wäre vielleicht cool. Auch noch was. Aber, wie gesagt, da wollen wir jetzt noch nicht so viel versprechen. Nee, der Grund, warum wir uns jetzt treffen, also du hast ja jetzt gerade mal eine Woche alt etwa, ist die brandneue, das brandneue Album Bockmus, oder? Genau, Bockmus ist draußen. Moment, ich glaube, ich habe es hier sogar im Koffer. Ich muss mal das... Ja, mal sehen, wer schneller ist. Ich habe sie hier. Du bist ein Vollprofi. Hier, Podcast ja. ist endlich draußen. 12 mega coole Songs. Mein Opa würde jetzt sagen, Buh, das Album müsst ihr auf Rezept geben. Das macht so gute Laune. Also völlig wurscht, ob auf der Wiesn, auf Malle am Strand oder Gartenparty oder sonst irgendwo. Mein Musi, meine Songs, glaube ich, sind überall daheim. Ganz genau, so ist es. Und man kann sie mitsingen, man kann sie mitfeiern und es gibt auch zu jedem Song auch, sagen wir mal, ein eigenes Video, gell? Zumindest zu vielen Songs. Genau, zu vielen zumindest. Ja, absolut, zu Herzeleien, das ist mir wurscht. Schauen wir mal mit dem Radl in die Stadt. Also ganz viele tolle Videos und es macht natürlich immer mega Spaß, die Songs dann zu verfilmen und zu verpacken. Ja, sehr gut. Und ich habe es gerade so eingangs gesagt, also ich glaube, es ist jetzt kaum noch ein Titel, den man nicht irgendwo schon kennt, oder? Wie sieht's denn aus? Wie viel? Du, ich gucke hier mal drauf. Also natürlich gibt's neue. Die aktuelle Radiosingle, Irgendwann und Irgendwo, eine mega geile Nummer, produziert von Thorsten Brötzmann, der auch schon ganz viel für Helene gemacht hat, und Ben Zucker. Ganz eine tolle Nummer. Und auch ein Lieblingssong von mir. Jetzt pass auf. Hier sieht man ja das Tattoo. Ja, Sex, Drugs and Schlager. Jawohl, das passt. Ja, Sex, Drugs and Schlager. Eine geile, rockige Nummer. Dann habe ich noch eine Nummer, Frank. Jetzt pass auf. Wie heißt die Nummer? Back mal. Nein, Lederhosen. Ach, die Lederhosen. Jetzt. Lederhosen. Ja, ist auch mit am Start. Das ist die und Nummer 5. Genau, ja, perfekt. Und dann natürlich ein Song, der auch wie die Faust aufs Auge zu mir passt. Ich bin ja zu 100% ein Schlagerbur. Genau, der Schlagerbur, so ist es, richtig, genau. Genau, also es gibt natürlich und, schon ein paar neue Tracks. Man genau, kennt natürlich die Knaller von mir, wie Schauen wir mal mit dem Radl, die Anfangstitel, wo es dann quasi so richtig losging damit. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen, aber natürlich auch ein paar so Zuckerler, einfach neue Tracks, damit sich das auch rentiert, wenn man sich das Album holt. So ist es, ganz genau. Und ein tolles Booklet ist es sowieso auch. Also wenn man ein bisschen innen reinschauen kann, dann denke ich mal, wird man da auch noch ein paar Schmankerl finden, oder? Absolut. Coole Fotos, Bilder von zum Beispiel bunten Chucks. Eine tolle, auch die Rückseite finde ich so toll. Guck mal. Ja, spiegelt jetzt noch ein bisschen, aber ja, in die andere Richtung. Warte, Moment, so jetzt, genau. Genau, natürlich die Lederhosen darf nicht fehlen. Ganz, ganz tolle Bilder, die ich mit einer befreundeten Fotografin gemacht habe. Also wirklich 100% Max Weidner, 100% meins. Und ich hoffe, die Leute haben ganz viel Spaß damit. Genau, holt euch die Partylaune ins Haus. Und wer es nicht kann aufs Oktoberfest, der kann daheim dann Oktoberfest-Party machen, gell?
Genau. Logisch. Hier ein Brezen, ein Händel und die Welt ist in Ordnung. Genau. Schlagobo fängt ja da damit an, so ein bisschen aus deiner Jugend, wie man früher, also wie du früher sozusagen mit Freunden die Schlager gehört hast. Wenn wir jetzt da gerade vielleicht mal nachfragen, was waren denn damals so deine Favoriten in deiner, ja, aber du bist ja jetzt noch nicht alt, aber in deiner Teenagerzeit? Du, also bei mir ging es ja relativ früh los. Du weißt es mit der Musik, ich stand schon als Dreijähriger zusammen mit meinem Opa Roland auf der Bühne. Und wenn man einmal diese Bühnenluft, diese Schlagerluft schnuppert, dann kommt man davon tatsächlich nicht mehr los. Ja? Und dieses Gefühl verfolgt mich bis heute. Und früher war ich unsterblich verknallt in Yvonne Katterfeld. Boah, also ich hatte Plakate, Poster. Ich war wirklich, wie Erik Philippi singen würde, schockverliebt. Und dann natürlich Wolfgang Petri. Also Petri bin ich auch heute noch ein ganz großer Fan. Münchner Freiheit, wie man es auch im Song Schlager nur hört. Helene Fischer darf nicht fehlen, Andrea Berg. Ja, also da gibt es ganz, ganz tolle Künstler, die ich immer schon bewundert habe. Und das Tolle ist, ich sage ja immer, ich gehe ja nicht nur als Schlagersänger auf die Bühne, sondern wirklich als, du weißt es, als absoluter eingefleischter Schlagerfan. Ganz genau, richtig. Und da weiß man auch, es kommt vom Herzen und es ist ehrlich und echt. Das stimmt allerdings, absolut. So schaut's aus. Und jetzt natürlich, seit einer Woche etwa ist es draußen. Und du bist jetzt natürlich sehr viel on Tour. Ich glaube, das geht einmal immer von Ost nach West, von Nord nach Süd, einmal quer durch die Republik, rauf und runter. Und ja, hast du es eigentlich so gewünscht, so vorgestellt, deine Karriere? Ja, du, absolut. Du weißt es, ich habe dir das schon mal erzählt, ich wollte immer in die Show von Florian Silbereisen, davon habe ich immer geträumt. Ich habe sogar Partyabende mit Kumpels abgesagt, ich habe immer gewusst, okay, 20:15 Uhr die Eurovision-Show, ich habe die Fanfare schon immer im Ohr gehabt und dachte mir, nee, heute müsst ihr alleine weggehen, ich gucke Flori. Irgendwann waren die Kumpels dann alle bei mir und haben mitgeguckt. Und ja, ich wollte da immer hin, durfte jetzt schon dreimal dabei sein, bei den Silbereisen-Shows, immer wieder sonntags, Andy Borg, also ganz, ganz viele tolle Sachen, die Schlagernächte natürlich, die große Berliner Waldbühne, also es ist so viel passiert, wovon ich immer geträumt habe, oder als waschechter Bayer natürlich Olympiahalle in München, also das sind schon wirkliche Highlights für mich. Das glaube ich und man sieht auch immer sehr viel, wenn du postest auf Instagram, auf den sozialen Netzwerken, also da kann man immer wieder sehen, was für tolle Events das Ganze dann sind. Und natürlich auch ein riesen Publikum immer vor Ort, ne? Absolut, gerade bei der Berliner Waldbühne 20.000 Menschen oder die Olympiahalle in München, ich glaube 10, 11, 12, 13.000. Das ist schon verrückt und ich bin ja wirklich ein chilliger Typ. Also ich bin ja echt selten nervös, selten aufgeregt. Aber ich muss gestehen, Frank, da ging sogar mir der Arsch auf Grundeis. Und ich denke mal, das gehört auch dazu. Altmeister Dieter Thomas Heck hat ja immer gesagt, das muss sein, das ist der Respekt vor dem Publikum. Und ich glaube, wer kein Lampenfieber hat, der lügt. Dann, genau, und dann kann man aufhören. Ich glaube, dann ist es der falsche Job. Man braucht so diese Demut vor dem Publikum, diese Vorfreude. Und ich glaube, dann hat man auch ganz einen anderen Kick. Man ist komplett dabei und der Kopf funktioniert perfekt und die Stimmlippen natürlich auch beim Singen, aber konzentriert, fokussiert sein ist immer super. Ja, genau. So, jetzt haben wir dich, wie gesagt, hier in der Garderobe erwischt. Ja. Sieht eigentlich relativ steril aus, oder? Du, ich zeig dir mal ganz, ganz kurz den Gang hier. Das ist tatsächlich... Ich muss immer wieder aufpassen, man darf nicht zu viel zeigen, weil die sind da immer sehr penibel, gell? Nee, das ist, wie halt Garderoben sind, von Luxus, Glanz und Glamour, keine Spur. Zumindest hier jetzt nicht. Ich kenne auch andere Veranstaltungen oder beziehungsweise andere Sendungen. Da hat es auch schon anders ausgeschaut. Wenn du natürlich bei Wetten, dass mal aufschlagen kannst oder darfst, glaube, da ist ein bisschen mehr Glamour und Sternchen und so dabei. Du, Frank, die Frage ist wirklich immer, ob man das tatsächlich braucht. Also das ist ja auch so ein Thema. Man ist ja nur ein paar Stunden hier, man hat ja eh schöne Hotels und dann macht man die Show und trifft sich mit Künstlerkollegen. Und es gibt auch wirklich Dinge, wo man sagen kann, Dinge, die die Welt nicht braucht. Stimmt. Da hast du definitiv recht. Und ich glaube, das zeichnet, wie gesagt, auch dich wieder aus. Bleib so, wie du bist, bodenständig, bleib
der Max, der Weidner Max zum Anfassen für deine Fans vor allen Dingen auch. Und in diesem Sinne kann ich nur jetzt dir viel, viel Erfolg wünschen mit dem neuen Album, mit dem eigentlich, kann man doch schon fast sagen, auch wiederum Debütalbum als Max Weidner, oder? Absolut, absolut. Da hat sich ja viel verändert. Auch wenn ich mir so das Cover angucke natürlich. Du weißt es ja noch, als ich da losgelegt habe, Frank. Ich war 17, mit 18 habe ich den ersten Plattenvertrag unterschrieben. Ja. Und meine Oma sagte immer, Bur, bist du jetzt mehr im Tattoo oder im Tonstudio? Und das finde ich ganz lustig. Früher war ich so der geleckte Bub, die Haare schön reingegelt und Blümchenkragenhemd. Und dann wird man älter, man wird reifer. Ich habe das damals, du weißt es, auch schon geliebt und gelebt. Aber natürlich, man hat dann so ein gewisses Alter, wo man einfach reifer wird, man wird männlicher und dann findet man sich auch mehr und weiß, okay, wie möchte man denn wirken? Und dann wird es eben der Hut und die Lederhosen. Finde ich ganz, ganz toll, weil jetzt habe ich so den Look kreiert, der mir taugt und das ist halt wirklich 100% meins. Ich sage immer, das ist zu 100% meine bayerische DNA, wirklich bodenständig und echt und ehrlich. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Rezept, um sich da zu behaupten in der Szene. Ganz genau, ganz genau. Sehr schön. Lieber Max, ich denke mal, aufgrund der Zeit, natürlich, ihr seid ja bei so Fernsehsendungen doch immer wieder ein bisschen auch in Zeitdruck, würde ich es einfach für heute hier mal wiederum belassen. Wir haben ein bisschen deine CD kennenlernen können. Reinhören müssen die Zuschauer natürlich selber. Unbedingt. Genau, zu kaufen, zu bestellen in jedem guten Fachhandel beziehungsweise auch auf den entsprechenden Online-Portalen. Und wo findet man dich grundsätzlich nochmal überall? Sag's nochmal. Überall, Frank. Ob auf Instagram, TikTok, Facebook. Man muss ja überall am Start sein. Ich muss ganz ehrlich gestehen, privat würde ich das sehr wenig machen. Und mittlerweile bin ich wirklich so ein Typ, alle sagen, Max, du musst da viel machen und hin und her. Und ich habe echt Spaß gefunden schon. Auch so mit Kollegen. Ich habe ja meinen Song Herzilein, der ist ja immer noch präsent. Und ich frage immer alle Künstlerkollegen, hey, wer ist dein Herzilein? Habe ich heute auch mit Stefan Ross gemacht. Also unbedingt mal auf TikTok und dann auf Instagram vorbeischauen. Ich werde es hochladen. Da findet man mich natürlich immer. Und ich beantworte selbstverständlich alle Fragen und Nachrichten selbst. Wunderbar, sehr schön. Das freut die Zuschauer, das freut deine Fans und in diesem Sinne sage ich jetzt ein schönes Wochenende und mach's gut und ich sage mal bis ganz, ganz bald, wie gesagt, mal wieder live und hautnah. Genau. Hey, vielen Dank, lieber Frank und schöne Grüße an euch alle. Alles klar, macht's gut, bis dahin. Servus, ciao.